Ja, aber dann kommen halt auch so Leute aus der Ecke gekrochen. Teils natürlich jetzt berechtigterweise, weil jetzt haben sie natürlich, jetzt sehen sie natürlich, ja, jetzt können wir den halt auch angreifen. Ja, jetzt ist er sozusagen am Boden und jetzt treten wir mal drauf ein. Und da kommt natürlich auch jemand wie ein Dennis Bro aus der Ecke, ja, und macht ein Video, die Zerstörung von KuchenTV. Mit 516.000 Abonnenten lief jetzt sein Kanal eher weniger gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da hat er hier ein Video gemacht, hier ein Video gemacht. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Also trotz, dass der rote Balken bis zum Schluss ist. Ich habe nicht mal durchgeskippt. Ich bin nicht mal draufgegangen. Ich habe das bloß in meine Stream-Playlist gepackt. Aber GG an YouTube, dass sie es wieder rot machen. Ja, und das können wir uns gleich mal reinziehen. Das ist bestimmt... Nur wegen KuchenTV ja, kam damals... jetzt bin ich gespannt, was Dennis Bro zu der ganzen Situation sagt. Ja, also Dennis Bro muss ich an der Stelle sagen... Der ist schon relativ unangenehm, um ehrlich zu sein. Sven, grüß dich. Das ist schon, also wirklich unangenehmer Content und damals auch mit Superman Benjamin schwierige Thematik. Unrecht, das Jugendamt zu uns nach Hause. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet Guck mal, wie froh er ist. Ha, KuchenTV hat ein Video gemacht. Jetzt hat er sich angreifbar gemacht. Dieser KuchenTV, ja. Jetzt geht ein Video drüber, ja, die Zerstörung von KuchenTV. hast. Heute ist womöglich der mit schönste Tag in meiner ganzen YouTube-Laufbahn. Und zwar schauen wir uns heute die Zerstörung von KuchenTV an. Dem Menschen, den ich wirklich mit Abstand am Salami, grüß meisten dich, auf Bruder. diesem Planeten hasse, mehr als jeden anderen Menschen, den es überhaupt gibt. Warum, erzähle ich euch danach an die Leute, die das Ganze nicht wissen, was früher passiert ist und so weiter. Junge. Und ja. Alter, was? Wie kann man denn. Junge, er hasst KuchenTV wie keinen anderen. Okay, ich wusste gar nicht, dass der Hass so groß ist, weil Tim ja jetzt schon länger nichts mehr zu ihm gemacht hat. An die Leute, die immer noch KuchenTV und Ehrenmann nennen, dass Und er ja, moin. die Eier dazu hatte und gestanden hat, dass er seine Freundin geschlagen hat, dass er euch mehrere Jahre lang hardcore angelogen hat, so oft gelogen hat, vor allem seine Freundin, insbesondere seine Freundin, geisteskrank als Lügnerin all die Jahre dargestellt hat, vor allem am Anfang, vor allem am Anfang. Am Anfang. Vor allem, macht er zweimal, sagt er am Anfang. Nicht am Anfang, sondern am Anfang. Vielleicht schreibt er wirklich Anfang mit M. Kann gut sein. Die Jahre Warte, dargestellt wir hören uns das nochmal an. Vielleicht kann es auch sein, dass ich mal wieder Scheiße zugehört habe, aber warte, am Anfang. hat, vor allem am Anfang. Er sagt wirklich am Anfang. Zweimal hintereinander. Vor allem am Anfang. Scheiße, ey. Nee, der ist super, ja. Wir gucken uns das Video von dem Meinungsblogger Vincent Nummer 5 an, auch mindestens auf dem gleichen Level wie von KuchenTV, vom Informationsfaktor her. Er gibt sich extrem viel Mühe. Ich habe gar keinen Bock, so ein Video zu, also so mich zu, so hart zu informieren, alle Clips rauszusuchen und so weiter. Dafür gibt es solche Menschen wie ihn. Unbedingt abchecken, bei ihm Follow da lassen und Am Anfang. schaut euch auf jeden Fall das Video an. Aber damit wir es hier nicht klein sehen, habe ich es einfach kurz runtergeladen und wir schauen uns das jetzt hier gemeinsam an. Nehmt euch kurz die Zeit, wenn ihr einen gesunden Menschenverstand habt, und schaut dieses Video bis zum Ende. KuchenTV hat seine Freundin Und geschlagen. wie gesagt, ihr könnt natürlich einen Daumen nach oben geben oder einen Daumen nach unten, womit ihr euch wohlfühlt. Das sagt er jetzt, weil die Dislike-Funktion ausgestellt ist. Alter, der ist auch Pfeifett einfach. Ja, also ihr könnt auch gerne einen Daumen nach unten da lassen, weil man sieht sowieso nicht, ihr Hurensöhne. Oh, Scheiße. Warte, kann ich das noch sehen mit der Erweiterung? Warte, hier, 24% Like-Rate. Das musst du erstmal schaffen, mit dem Video 24% Like-Rate zu bekommen, ja? Schade, hier sehe ich es leider nicht, aber hier 24%, einfach 590 Likes zu 1880 Dislikes. Junge, Dennis Bro, du bist trotzdem halt absolut weit unten, ja? Trotz, dass Tim gerade am Boden ist und er gerade sehr angreifbar gemacht wurde, hat er es geschafft, noch mehr reinzuscheißen und, ja, sich mal wieder komplett zu blamieren, finde ich stark, ja. Das hat er gestern in Let's einem go. Statement. Ach hier, bei dem Video hat er 239 Likes und 644 Dislikes, ja. Leute, Clap in den Chat bitte, ja? Mal bitte den Clap in den Chat für Dennis Bro, der hat es auf jeden Fall geschafft, uns zu zeigen, wie toll er doch eigentlich ist.
Argument rausgehauen. Wir werden hier in voller Härte gegen ihn argumentieren, aus Solidarität zu Opfern von häuslicher Gewalt und weil ich weiß, dass du, KuchenTV, es genau so gemacht hättest, wenn es um jemand anders gehen würde. An der Stelle, Dicker, ich habe dein Content mies gefeiert, falls du dieses TikTok jemals sehen solltest. Ich bin wirklich krass enttäuscht von dir. Also er ist selber ein Fan. Wir fangen an. 100%. Bei ihm dachte ich immer, das ist KuchenTV sein Sohn. Dachte ich immer. Bei deinem Statement. Wie er sich freut, wie sich Dennis Bro gerade freut über die ganze Thematik. Oh Gott. Ihr könnt ja schon am Titel erkennen. Ich kaufe dir das Geheule nicht ab. Das hört sich fake. Viele sagen jetzt, ja, jeder heult anders. Ja, natürlich heult jeder anders. Also ich finde, ich kaufe ihm das Heulen ab und ich glaube, er weint wirklich. Frage. Du hast in deinen Kommentaren geschrieben, dass du dir 3 Tage im Kopf gemacht hast darüber, ob du dieses Video machst. Wie schaut jetzt. Du das vorstellen? Du machst dir 3 Tage im Kopf, zu entscheidest krank. Dich dazu, das Video zu machen, fängst dann erst an zu heulen, bevor du es machst. Du hättest es nicht hingekriegt, dieses Video ohne eine Träne zu vergießen zu machen. Zumal ich Tränen noch nicht mal gesehen habe, aber gut. Dazu kommt, dass du vor 2-3 Tagen in einem Livestream warst, eine halbe Stunde lang komplett emotionslos über das Thema geredet hast, gelogen hast. Nervt mich halt einfach. So, mir ist es egal, ob ich für euch ein Frauenschläger bin oder nicht, so, es juckt mich halt einfach nicht. Und noch Witze über das Thema gerissen hast. So, ne, also ich kann euch auch nur den Tipp geben, manchmal ist es tatsächlich besser, ja gut, seine Freundin zu schlagen, nein, Spaß. Ohne einmal mit der Wimper zu zucken. Wenn du gewollt hättest, hättest du das Video ganz normal machen können, aber dann wäre deine Karriere wahrscheinlich wirklich vorbei gewesen. So hast du jetzt einen Haufen Kinder in deinen Kommentaren, die dir Respekt zollen. Respekt! Oder die mit dir Mitleid haben, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, das ist so lost, ich fass es einfach auch nicht. Sein Video hat 60.000 Likes oder so, geisteskrank, unglaublich, einfach arme Menschheit, krank. Er ist der Täter, zu krank. Nicht das Opfer. Respekt. So viele verblendete Menschen, das ist zu heftig. Das ist etwas, was... Ich finde das aber auch geil, dass ein Dennis Bro so darüber redet, obwohl halt auch ein Dennis Bro echt... eigentlich auch ganz mies am Start ist, ja. Er ist auch eine relativ unangenehme Persönlichkeit im Internet, der damals, als es bei ihm schlecht lief, seinen kleinen Bruder vor die Kamera gezerrt hat. Und dann lief das seinem Kanal richtig gut. Und dann kamen so ein bisschen Cringe-Videos raus. Also ich weiß nicht, der sollte sich jetzt eher ein bisschen zurückhalten, was das Ganze angeht. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, damals hieß sein Kanal Superman Dennis. Und es gab einen Superman Benjamin, das war sein kleiner Bruder. Und der hat die ganzen Klicks auf seinen Kanal gezogen. So, ihr seht ja jetzt, wenn Dennis halt Videos macht, dann kommt da 8.900 Aufrufe, 15.000. Jemals 37.000, 14.000, 22.000. So, ich gehe mal auf größte Beliebtheit. 4 Millionen Aufrufe, 3,7 Millionen Aufrufe. Hier mit Miguel Pablo 2,6 Millionen. Hier wieder mit seinem Bruder 2,3 Millionen. 2,2 Millionen. Gut, 1,8 Millionen ist mal ohne seinen Bruder. Ansonsten alles mit seinem Bruder oder mal hier mit der Freundin. Aber sonst ist immer eine andere Person mit dabei, die dann sozusagen die Klicks ausmachen. Und nicht Dennis Bro selber, zumindest die meiste Zeit halt nicht. Also das nur mal so zu der Thematik, damit ihr Bescheid wisst, wer Dennis Bro ist. Ich find's schon ein bisschen schwierig, sich dann darüber so lustig zu machen. Ja, wie gesagt, Tim hat jetzt sich angreifbar gemacht mit diesem Video, wo er selber zugegeben hat, dass er China geschlagen hat, was jetzt immer das Totschlagargument sein wird. Das wird auch für Dennis für jetzt immer das Totschlagargument sein. Ey, egal wie du mich kritisierst, das ist mir doch scheißegal. Junge, du hast deine Frau geschlagen und das oder deine Freundin geschlagen. Und genau das ist jetzt das Thema. Egal, was Tim jetzt sagen wird, egal, wen Tim jemals kritisieren wird, derjenige, der kritisiert wird, der wird sagen, ich kann dich sowieso nicht ernst nehmen, weil du deine Freundin geschlagen hast. Man sich verdient. Und nicht dadurch, dass man seine Freundin schlägt und erst recht nicht dadurch, dass man sie über Jahre hinweg Internet als Lügen... Ja, Gina dachte sich einfach mal, sie ruft die Polizei an und erzählt ein paar Lügengeschichten. Ich habe jetzt eine Woche nicht in meine Wohnung. Ich erinnere mich sogar an dieses Video. Ich erinnere mich sogar daran. Und wisst ihr was, Leute? Damals, als es passiert ist, ratet mal, wer mit Gina telefoniert hat. Einen Tag danach. Und ratet mal, wer alles extra aufgenommen hatte. Und... ja, aber das war nur einfach so, habe ich das Verfahren aufgenommen, weil ich dachte einfach so, man weiß ja nie, wann Payback-Time für ihn ist und was passieren kann. Auf jeden Fall Ehren, weil ich hasse ihn wirklich. Es ist wirklich purer Hass. Okay, das heißt, er hasst ihn aber auch schon viele, viele Jahre, okay. Wirklich. Mädchen auf jeden Fall, lass mal alle schicke Grüße da. Sie ist auf jeden Fall echt mega cool. Guckt euch bitte die Kommentare unter ihrem Livestream von. Falls irgendwas passieren sollte, kann ich ja gerne auch das Video auspacken. Also ja, gerne. Damals an. Guck mal bitte die ganzen Kommentare an. Guck mal, was er mit dir gemacht hat. Wie muss man sich fühlen? Junge, er hat so Glück, dass sie sich nichts angetan hat oder so. Wirklich, das ist so krass.
während sie sich komplett öffnet, alles erzählt, guck mal, die Kommentare, Bruder. Hauptsache heulen, Alter. Ja, stimmt. Das Telefonat und so mit aufnehmen, ja. Damit macht er sich ja im Prinzip auch wieder straffer. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Der Junge ist sehr schlau, ja. Das muss man echt sagen. Alex. Bruder, ey, das ist so crazy. Lachhaft. Wieso schneidet sie Zwiebeln gerade? Was man hier machen kann, ist sich bedanken. Danke, dass du die Eier in der Hose hattest, dich da hinzustellen. Crunchy, ich denke auch, Mann. Das ist das Einzige. Ich hab das getan. Und um hier auch mal objektiv zu bleiben, seine Freundin hat auf Instagram ein Statement rausgehauen, wo sie gesagt hat, das war nur ein einmaliger Vorfall. Hier muss jeder für sich selber entscheiden, ob das legitim ist oder nicht. Persönlich weiß nicht, wie ich dem ganzen Glauben schenken soll. Opfer von häuslicher Gewalt werden oftmals über Jahre hinweg misshandelt und lügen auch für ihre Partner. Das ist genau das, was ich meinte. Wie oft hat Gina jetzt schon in der letzten Zeit gelogen, bevor er das gedroppt hat? Sei es im Stream, wo er das sogar als Beispiel genannt hat. Es ist so Doppelmoral, sein Urgroßvater. Wirklich, so Doppelmoral. Ja, aber da war doch Tina nicht mit dabei, als er das gesagt hat. Bei dem Livestream war doch Tina nicht mit dabei. Warte, wir sind bei 5,38. Warte, ich würde es jetzt... mal gerissen hast. So, ne? Also ich kann nicht auch nicht... Hier ist doch Tina gar nicht mit dabei. Der ist auch nicht in diesem Stream mitgesagt, wo sie mit dabei saß und sagt, ja, das stimmt, dass du mich nicht geschlagen hast oder was weiß ich. Also sie hat sich da gar nicht dazu geäußert. Der Mensch, der so viel... Anderer Clip. Wait. Weil Tim sagte ja, und auch Gina sagte ja, es kam nie wieder zu Handgreiflichkeiten. So, und er sagt, Gina hat gelogen, QNV, ja, das kommt dann oft vor. So, er schließt jetzt darauf... dass es oft vorkommt. Ach, da kommt noch, okay. Also das ist halt, weißt du, das sehe ich als schwierig an, weil er unterstellt jetzt QNTV, dass er sie öfter geschlagen hat. Ja. Obwohl Tim ja auch in seinem eigenen Video gesagt hat, es kam nicht mehr danach dazu. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wo er sich jetzt das Recht rausnimmt, zu unterstellen, dass QNTV, also selbst wenn er ihn hasst, dass das QNTV sie öfter geschlagen hat. Also keine Ahnung, wo da jetzt hier der Punkt kommt. Hat, ist einfach der gottloseste Mensch überhaupt. Krank. Es ist so heftig. Der Polizei sagen nein. Es ist so heftig, wie den kleinsten Sachen. Bei mir zum Beispiel, wegen Clickbait, Bruder. Bei mir wegen Clickbait. Alles gar nicht. Genauso wie dein... Weil ich Videos mit meinem kleinen Bruder gemacht habe. Aus Spaß. Nur weil ich so krank viele Klicks bekommen habe. Dass ich mit so simplen Videos so unfassbar viel Geld verdient habe. Und mich und meinen kleinen Bruder abgesichert hat. Wo ist denn das Problem? Dass ich Clickbait mache, Bruder? Da lache ich doch drüber. Und er hat mich so dargestellt, als würde ich meinen kleinen Bruder versklaven. Er hat damals dann ein Video gemacht, ein Zerstörungsvideo, wo er meinen kompletten Ruf damals... einfach zerstört hat, ist einfach so, weil so viele Menschen ihm immer vertrauen und immer das, was er sagt, ist Gesetz. Check dir! Darum geht es. Und er hat so getan, als würde ich meinen kleinen Bruder versklaven. Das Video hatte nach ein paar Tagen 1 Million Aufrufe oder so. Und was ist dann passiert in diesem Video? Er hat seinem Hass freien Lauf gelassen. Er hat das Jugendamt Paderborn damals angeschrieben, hat auch in dem YouTube-Video gezeigt, die E-Mail hat die E-Mail-Adresse vom Jugendamt gezeigt und hat gesagt, dass ich meinen kleinen Bruder versklave und hat sonst noch was Krasses da reingeschrieben. Was ist passiert? Das Jugendamt hat mehr als 20.000 E-Mails bekommen. Alle, so viele Menschen haben ihn auch nachgemacht, haben das Jugendamt bombardiert mit E-Mails. Das Jugendamt kam dann ein paar Tage später zu uns nach Hause. Hat gesehen, vollkommen falsch, was die Leute hier schreiben. Vollkommen tolle Familie. Meine Mutter ist aber geplatzt, nur aus dem Grund, dass das Jugendamt wegen meinen YouTube-Videos so gesehen durch KuchenTV aber... Alter! Yo, it's Miyoshi, danke für 20 Euro! Aus dem Nichts hau dir 20er raus, Mann. Miyoshi 71 schreibt 20 Euro. Hey, noch nie einen YouTuber gesehen, mit dem ich so krass die Meinung teile, schaue mir deine Videos so gerne an, bitte mach so weiter, Kuss. Alter, jetzt Miyoshi, Bro. Vielen, vielen Dank für die 20 Euro, auch danke für die Nachricht. Freut mich sehr, dass wir da gleicher Meinung sind. Und hier, warte, um jetzt Monte nachzumachen. Kuss, Digga. Ja, Kuss, Digga. Nee, wirklich, freut mich sehr, Mann. Vielen, vielen Dank. Man muss mit diesem Jugendamt-Thema, boah, es ist schwierig. Ja, weil Dennis, Bro,
hat schon damals seinen Bruder immer in die Öffentlichkeit gezerrt für Aufrufe. Ist einfach, also, du kannst mir nicht sagen, weil es jetzt so viel Spaß macht, sondern weil er gemerkt hat, er macht damit geisteskrank viele Aufrufe und verdient damit viel Geld. Und ja, gut, das mit diesem Jugendamt, ich weiß nicht, dass das Jugendamt kommen muss oder dass man da noch im Video zeigt, dass man das Jugendamt da informiert hat. Ich weiß nicht, weil es geht dann ja schon irgendwo ins Private rein, dass du jemand privat schaden willst und dass gegebenenfalls Konsequenzen mit dem Bruder geschehen. Ja, das finde ich auch wieder ein bisschen schwierig. Ich kann da verstehen, dass da in Dennis gefrustet ist, dass er auch Hass bekommt gegenüber KuchenTV. Sollte das KuchenTV gezeigt haben, ich weiß es nicht. Ja, weil klar, guck mal, dann kommt irgendjemand aus einer Internetgeschichte, wird so, dass irgendjemand zu dir nach Hause kommt und will gucken, ob es dem kleinen Bruder gut geht. Und wenn es dem nicht so gut gehen sollte oder da irgendwas komisch ist, dann gibt es am Ende Konsequenzen. Ja. Und dann gucken die dann regelmäßig vorbei und dann funktioniert irgendwas nicht oder irgendwas wird passiert. Ey, finde ich kritisch, ja. Finde ich echt kritisch. Uns nach Hause kam. Und das hat schon gereicht. Meine Mutter hat sich auch schon auseinandergenommen dafür. Weißt du, und das ist genauso, als würde ich jetzt auch so ein elendiger Untermensch sein, so wie du. Und oh, das Wort Untermensch ist ein bisschen schwierig, by the way. Aber ich sag mal so, Untermensch hat, glaube ich, jeder schon mal benutzt. Ich denke jetzt mal nicht, dass er das jetzt so in dem Sinne meinte, ja. Würde jetzt das Jugendamt Braunschweig anschreiben. Da, wo schreiben, KuchenTV hat gerade zugegeben, dass er seine Frau geschlagen hat und getreten hat. Und ich weiß auch, dass er sein Kind schlägt und so weiter. Und würde das öffnen. Was? Warte, was? Hat. Und würde schreiben. Anschreiben. Da, wo KuchenTV lebt. Und würde schreiben, KuchenTV hat gerade zugegeben, dass er seine Frau geschlagen hat und getreten hat. Und ich weiß auch, dass er sein Kind schlägt und so weiter. Und würde das öffentlich zeigen und die kriegen noch ein paar E-Mails. Und was würde passieren? Das Jugendamt kommt zu dir nach Hause. Nimmt dir vielleicht dein Kind weg. Weißt du, was ich meine? Sowas würde ich natürlich niemals machen. Jetzt meine ich todernst. Nein, Herr Weliev, der hat jetzt bloß eben das Beispiel genannt, wenn er etwas da schreiben würde, dass das Jugendamt dann auch bei Tim auftauchen würde. Ja, er sagt nicht, dass es so war und dass es Gesetz ist. Wer sowas macht, ist ein Untermensch, aber das ist das, was ich meine und das hat KuchenTV so gesehen gemacht. Er ist über Leichen gegangen dafür, dass der anderen die Karriere zerstört. Und an die Leute, die immer noch denken, dass es meinem kleinen Bruder nicht gut geht. Bruder, mein kleiner Bruder hat 100% eine bessere Kindheit als jeder von euch. 1.000.000% dafür würde ich meine Hand abhacken. Verstehst du? Ich schwöre auf alles, was ich besitze, Bruder. Und ja, und das ist deshalb, versteht ihr meinen Hass? Er wird jetzt seine Hand abhacken, Leute. Das ist Millionen. Millionen ist übertrieben. Aber so viele Menschen, die Anhänger von ihm sind, so schlecht von mir denken, zu Unrecht. Wie würdest du dich fühlen? Sag mal, wie würdest du dich fühlen? Sag mal. Nein, das stimmt alles gar nicht. Genauso wie deine Freundin bereits. Kommt da noch der Beweis, dass er seine Hand abpackt? Ich denke, irgendjemand da draußen wird schon noch eine schönere Kindheit als sein Bruder haben. Bereits gelogen hat, vor einiger Zeit gesagt hat, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, das war das, was ich gerade meinte. Gar nicht geschlagen. So, woher soll ich wissen, dass das Folgende ein Witz ist? Ja, sehr schön. Okay, jetzt geh raus ins Kreis. Ja. Woher soll ich wissen? Guck mal, Alter, er ist sowieso. Dass du sie nicht noch immer schlägst. Größter Untermensch. Aber ihr wisst ja schon, ihr wisst selber. Zu krank, Leute. Wirklich zu krank. Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Also, wie man sich so am Leid der anderen so ergötzen kann, also in diesem Ausmaß. Ich kann verstehen, dass der Hass auf KuchenTV hat. Möchte ich gar nicht abstreiten, ist okay. Er hat damals das mitbekommen wegen Jugendamt und sowas. Ist auch scheiße. Aber dass er so einen Hass hat, so sich jetzt richtig drüber zu freuen, holy shit, Alter. Schon. Weil gerade ein Dennis Bro, der darf sich auf jeden Fall auch sehr viel rausnehmen, was das angeht. Tamara, grüß dich. Ich hab meinen Seelenfrieden gefunden, weil KuchenTV gerade richtig am Boden liegt. Ja, aber wow, Alter, das ist wirklich, das ist eine gute Charaktereigenschaft einfach. Und ja, das war's von mir. Und an alle Menschen, die nicht wissen, und denken, dass ich absolut am Abgrund bin. Das ist nur für die Leute, die von ihm rüberkommen und mich ganze Zeit haten. Bruder, zum Glück habe ich so viel erreicht. So viel, so unendlich viel, Leute. Und ihr, besonders an die Hater geht es nur, ihr nicht, Leute. Zum Glück, Junge, zum Glück. Checkt meine Musik ab, Leute. Bro auf Spotify. Lol, der hat 101.000 monatliche Hörer, was? Leute, zum Glück, Junge, zum Glück. Warte ganz kurz.
Was? Als ob. Also jetzt ein Real Talk, das ist stark. Das ist wirklich geisteskrank stark. Junge, Do It Brawl Style hat 2,8 Millionen Klicks. Was? Scheiße, wie krank ist das bitte? Checkt meine Musik ab, Leute. Brawl Bro auf Spotify würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben schon alles zerrissen mit der Musik, obwohl wir erst seit kurzem Musik machen und sind schon international in die Charts gelangt. Und Januar kommt mein nächster Song raus. Macht euch ready. Was? Und ja, das wollte ich einfach nur loswerden, weil mich hat so getriggert. Er ist international in die Charts gegangen. Also das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob er international in die Charts zu kommen. Also das ist schon stark, ne, wenn es wirklich stimmen sollte.